Was sind die Risiken einer Lidstraffung? Wenn ich über die Risiken einer Lidstraffung nachdenke, schaue ich auf die mehreren tausend Eingriffen, die ich bis jetzt durchgeführt habe und überlege mir, wo wir tatsächlich ernsthafte Probleme hatten. Und ich muss sagen, es ist selten ein Problem aufgetreten, was mit der Operation an sich was zu tun hatte, sprich zu viel Haut entnommen wurde, zu wenig Haut entnommen wurde oder irgendein Gewebe verletzt wurde. Das ist wirklich höchst selten. Tatsächlich beginnen einem die Probleme erst nach der Operation, nämlich da, wo die Wundheilung anfängt. Deswegen ist es wichtig, entsprechend vorher zu durchleuchten, ob Risiken für Wundheilung tatsächlich vorhanden sind. Was sind die Risiken für die Wundheilung? Nun kann sich zunächst jeder selbst ganz gut einschätzen. Jeder hatte mal schon mal eine Wunde, vielleicht auch eine Operation, und da weiß man, wie die Haut eigentlich heilt. Das heißt, sind bei mir bereits Wundheilungsstörungen aufgetreten, dann ist das Risiko natürlich eine Wundheilungsstörung auch bei dieser Operation erhöht. Neige ich gerne zu blauen Flecken oder zu Blutungen, dann ist das natürlich etwas, was bei der Operation durchaus zu Hämatomen, also blauen Flecken, führen kann. Jetzt kommen wir zu den Besonderheiten der Lidoperation. Das Lid ist ein Gewebe, was mehrschichtig mit vielen Gefäßen und Bindegewebe versorgt ist. Also gibt es da ein paar Besonderheiten, die man vielleicht mit der Narbe am Rumpf, Bein oder Finger nicht vergleichen kann. Die Besonderheiten tauchen in bestimmten Gruppen auf. Bei Rauchern ist es so, dass die Haut einfach eine andere Reaktion, gerade im Gesichtsbereich, eine andere Reaktion zeigt. Raucherhaut hat einfach ein bisschen mehr Kapillaren, also Kleinstgefäße. Das bedeutet, wenn man einen Schnitt macht und dieser Schnitt wieder vernäht wird, dann sprossen viel mehr Mikrokapillaren in die Wunde. Diese Haut neigt auch mehr zur Pigmentierung. Das bedeutet, dass wenn man bei einem starken Raucher eine Lidstraffung macht, dann muss man davon ausgehen, dass die Nahtlinie einfach länger sichtbar ist, weil da mehr Gefäße einsprossen, also mehr rötlichere Farbe entsteht und gerne mehr Pigmente reingehen, also die Nahtlinie länger dunkel ist. Gerade hier ist besondere Vorsicht angeboten, am besten vor und die Wochen nach der Operation so wenig wie möglich rauchen und die Sonne meiden. Die zweite Gruppe, die Wundheilungsstörungen mit sich bringen kann, sind Patienten mit Schilddrüsenentzündungen oder Schilddrüsenüberfunktionen. Also Patienten mit Basedow, Morbus Hashimoto oder Schilddrüsenüberfunktion anderer Genese. Aufgrund der sogenannten zirkulierenden Antikörper, also Antikörper, die im Körper unterwegs sind und gegen körpereigenes Gewebe ansprechen, können hier die Wundheilung gestört sein. Das heißt, hier kann eine überschießende Wundheilung zustande kommen, also dass die Nahtlinie verdickt ist, etwas fleischig wird mit der Zeit oder entsprechend viel länger braucht, um unsichtbar zu werden. Natürlich addieren sich die Risiken. Also kreieren wir den Fall einer Raucherin mit Morbus Hashimoto, dann sind wir bereits in einem Bereich, wo man sich echt überlegen muss, ob man die OP durchführen sollte. Die dritte Gruppe, die hier in Frage kommt, sind Damen mit Hormonschwankungen. Also großen Hormonschwankungen vor den Wechseljahren. Sobald die Wechseljahre eintreten, ist das Thema Hormon- und Wundheilungsstörung eigentlich schon wieder passé. Aber vor den Wechseljahren, wenn da starke Hormonschwankungen vorliegen, kann das auch eine Auswirkung auf die Wundheilung haben. Weil Wunden reagieren sehr sensibel auf den Östrogenspiegel der Frau. Das heißt, haben wir hohen und tiefen und großen Schwankungen, kann eben entsprechend die Heilung gestört sein und hier auch wieder zu verdickten roten Narbenheilung führen. Addieren wir wieder alle Risiken zusammen, also eine Raucherin mit einem Morbus Hashimoto, die tatsächlich auch Hormonschwankungen hat, haben wir in meinen Augen drei Gründe, die OP nicht durchzuführen. Im Gegenteil, wenn keiner von diesen Gründen vorliegen, also wenn weder geraucht wird, noch eine zum Beispiel Morbus Hashimoto bekannt ist und die Dame sich im Wechseljahren befindet oder wir an einem Mann gerade die OP planen,
dann sind diese Risiken nicht vorhanden und somit kann man von einem sehr risikoarmen Eingriff ausgehen.